Gottes Willen, deine Mutter ist gerade nah dran, ihn zu treffen. Sie will, dass ich das mache. Ja, ich muss ihr zeigen, wie er geht. Sie will, dass wir ihr alle unsere Liebe zeigen. Daddy! Du willst sie doch nicht enttäuschen, oder? Das dürfen wir nicht. Von wem redest du da? Deiner neuen Schwester Evina. Wenn ich nach einem Seil frage, erwarte ich ein Seil. Du musst uns wohl eine Lektion erteilen. Daddy! Was ist denn nicht gefahren? Solange du unter meinem Dach bist, tust du, was ich sage, hörst du? Geh weg! Kannst du jetzt das Geschirr nehmen? Ich muss hier irgendwie raus. Stimmt. Ja, Zoe, mach diese Tür auf! Geh weg! Sie ist einzeln. Bella! Du kannst mich nicht aushalten! Hör auf! Schneller! Alter, es geht aber ziemlich schnell. Ich muss hier raus. Wir müssen nach Hause gehen. Bleiben wir erstmal hier oben. Auf jeden Fall. Oh, diese Evelyn. Die ist so ein süßes kleines Ding. Ist sie da unten oder was? Du wirst eine kleine Schwester haben, Zoe. Doch. Ja, aber nicht da, wo ich gerade hingeguckt habe. Das ist jetzt gerade wieder Kleiderständer gewesen. Da unten. Ey, jetzt hat die schon ihre Laterne. Was macht die? Sie kotzt dieses Ding aus. Wo steht sie denn da? Vorsicht. Sei bloß vorsichtig. Muss ich eigentlich nur warten oder geht die irgendwann spazieren zur Dauer? Mach mich doch weg! Weg. Die geht doch da, siehst du doch. Er geht ja aus dem Raum raus. Oh nein. Die Frage ist, wo muss ich überhaupt hin? Muss ich jetzt zur Tür? Ich mag keine Schreie. Du hast ja die Standardausgänge. Du hast einmal den Haupteingang in die Richtung Küche, du hast den Eingang und du hast direkt diesen kleinen Raum noch, ne? Nicht da, wo die Türe war, sondern wo der Projektor stand. Ja, nee, weit unter der Treppe. Achso, ja. Was ist im Flintenraum, da? Vielleicht willst du da irgendwas auch machen. Sie ist nur einsam, Zoe. Und wo steht sie? Wir müssen sie beschützen. Steht immer noch da. Familie geht vor, wie ich immer sage. Jetzt geht's. Oh, die geht da rein. Gut zu wissen. Also die hat da immer so ein Fliegenproblem und die hat da unter der Treppe oder gerade bist du so ein Problem. Zoe? Okay, wenn die da reingeht, gehe ich an dir vorbei. Hä?
ist noch. Wenn sie sich gleich berührt, glaube ich, geht die wieder die Runde. Okay, jetzt musst du irgendwo da weitergehen. Beeil dich. Ich geh rein noch kurz. Zoe! Wo geht ihr hin? Komm raus und triff sie, Zoe. Verkackt. Evelyn, jetzt komm hierher! Bitch slap. Was machst du die ganze Zeit? Du kannst ja nichts machen. Komm hierher, Jack! Warum tust du das? Was ist denn los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Sie hat drei Stellen, wo die stehen bleibt. Da muss sie zeigen. Ja, die ist aber so schnell wieder zurückgekommen. Nicht so schnell wie Zucker, was sollen wir da machen? Ich muss hier raus. Du musst komm raus und triff theoretisch sie direkt hinterher rennen. Das hört die, das hört die. Ich darf nicht. Ich muss die ganze Zeit langsam laufen, das kriegt sie sonst mit. Ja, geht auch genau. Das ist gut. Geht schön da hoch. Ich darf nicht. Ich muss die ganze Zeit schleichen. Willst du mich. Willst du mich verarschen, ne? Warte, bis sie das erste Mal wieder so ausdreht. Also jetzt behalt den Blick. Du wirst eine kleine Schwester haben, ja, Zoe. Nee, du bist zu gefährlich. Nur gucken. So, wenn ihr das nächste Mal. Unter das wenn ihr im Raum selber reingehen macht, euren sie das nächste Mal. Ich finde gar nicht mehr. Ich kann die ja nicht erschießen. Du kannst gar nichts machen. Ja. Zoe! Du machst mich noch wütend! Jetzt runter, jetzt runter, jetzt runter. Das ist aber aggro. Nein. Die wird halt ja gleich wieder. Das meine ich. Sie sieht mich ja gerade im Moment, also die hört mich. Jetzt noch. Aber jetzt gleich, wenn jetzt weitergeht, unter dir. Dann runter. Dauert das nicht lange, dann ist die wieder so am Ausflug. Zoe! Ja, zu fragen, wohin, weil den Raum kannst du ja nicht. Da geht es einfach so rum, würde ich sagen. Okay, dann würde ich sagen, sei vorsichtig, vielleicht geht ihr doch wieder zurück. Wenn die jetzt weitergeht. Oh, diese Evelyn. Sie ist so ein süßes kleines Ding. Es geht ja gleich am besten da vorne, hier die Treppe hoch, dann rechts rum. Bist du erstmal safe. Das können wir jetzt vergessen. Nee, du kommst da nicht weiter, aber du bist jetzt erstmal in Ruhe. Wie ich immer sage. Ich versuche erstmal beide Türen. Ich meine, zurück in die Küche macht ja keinen Sinn. Das heißt, du musst jetzt erstmal durch die Tür jetzt vorne, ne? Ja. Da kannst du dich noch daran erinnern, in der Hauptstory, da waren die Hundeköpfe dran. Ja. Kannst du die jetzt schon von hier sehen? Sind die da? Oder fehlt da einer? Ich sehe zumindest zwei. Der Kamera aussieht. Ja, ich muss gucken. Ja, dann fehlt da irgendwo einer. Scheiße. Bist du da? Nein! Da muss er schnell sein. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Jetzt kannst du gucken. Okay, sie ist links. Ich glaube, jetzt musst du noch einmal warten, bis sie so diesen Anfall bekommen. Dann kannst du in Richtung Tür rücken. Oder gehen. Schleichen oder was auch immer. Einsam, Zoe. Weil dahinter, hinter dem Tisch, der da so offen steht, da geht's ja nicht lang. Evelyn hat mich Mami genannt. Oh, ist das nicht süß? Jetzt hinter sie, ne? Warte. Jetzt. Gleich rechts rum, rechts rum. Jetzt, ich weiß. Jetzt! Hier rein. Ne, nicht zur Tür. Einfach da, erstmal dahinter. Dass er erstmal wieder da safe ist. Du wirst eine kleine Schwester haben, Zoe. Wo ist der Hundekopf? Wo ist der?
Ey, was kriegt die nicht mit? Ich mag keine Schleicher. Oh, oh, das hätte ich gesehen. Zoe! Ich nicht bin. Ja, hab ich ja. Ja, eben nicht. Zoe! Vielleicht beruhigt ihr sich wieder, wenn sie dich so in der Zeit sehen. Ich muss sie irgendwo verstecken. Was? Ich weiß nicht, wie die! Zoe! Wenn du so austrickst. Jetzt! Renn irgendwo hin. In so einen Raum hinter die Ecke. Ja, ich renn dich. Ich hätte dich doch gesehen. Zoe! Da hab ich! Nein! Die hört mich schon mal, wenn ich renne. Nicht mal, wenn ich krank bin, kam die Zoe. Die hört mich ja auch. Die hat dich dahinter die ganze Zeit gesehen. Hat aber in dem Moment, wo diese Zoe gerufen hat, hat sie dich wieder gesucht. Da stand sie da jetzt. Ja, und wenn ich schon renne, dann hört sie mich ja wieder. Ich war ja oben auf der Treppe. Renne ein bisschen. Die hat mich ja nicht gesehen. Hat mich schon direkt gehört. Was ist denn los, Süße? Willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Der muss ja irgendwo sein. Der muss jetzt irgendwo da sein. Ich muss hier raus. Kannst du ihn da irgendwo sehen? Siehst du einen, Zoe? Oder wir nutzen jetzt die machen das jetzt zu, wir rennen jetzt einfach so lange durch, bis wir den Kopf erstmal gefunden haben, damit wir wissen, wo der liegt. Wenn wir jetzt jedes Mal schleichen, irgendwo liegen, ne? Wenn wir jetzt jedes Mal schleichen, dann zieht das so viel Zeit. Der muss aber hier irgendwo liegen, ne? Ich glaube schon, ich weiß es nicht. Also wirklich nicht. Guck mal, das kriegst du schon mit. Ah, nee, nee, das ist normal, normales Wirken. Ich dachte, der hätte mich jetzt gesehen. Also ganz ehrlich, ich würde es erstmal so lange durchrennen, bis es liegt. Komm her, komm her. Komm her. Ha, jetzt komm hierher. Ich hoffe, sie ist halt. Sie nicht. Beruhig dich. Du willst doch keinen Unfall haben, oder? Komm zu Mama. Da liegt er nicht. Da liegt er nicht. Ich werde dich kriegen. Warum nicht? Du musst ihn kaputt, aber wo liegt der? Jack! Alter, ich will dich nicht mehr hier! Jack! Ja, das könnte man ruhig auch überspringen. Komm hierher, Jack! Süße, willst du nicht mit deiner neuen Schwester spielen? Ich schneide die Szene jetzt wirklich raus. Aber wo könnte denn sein? Du meinst, der liegt hier irgendwo, ne? Hast du auch schon gespielt? Ich meine schon, ja, ich weiß es nicht mehr. Es ist schon ein bisschen was her. Jetzt hast du nur die rechte Seite noch nicht abgesucht. Aber durch die Tür kommen wir ja nicht. Komm, jetzt die war von der einen Seite verschlossen. Vielleicht können wir jetzt mal. Da ist nix. Das hätte ich bis jetzt noch nicht gesehen. BTF. Ja. Aber die Haupteingangstür, also die Doppeltür, die war noch verschlossen. Vielleicht kannst du die jetzt von der Seite öffnen. Erin hat mich Mami genannt. Ist das nicht süß? Versteck dich, versteck dich. Oder lauf zur Tür und mach sie auf. Du wirst eine kleine Schwester haben, Zoe. Okay. Probier mal durch die Tür zu gehen. Vielleicht liegt da eine Küche oder so. Wer weiß. Nicht stimmt. Geh bloß weg. Geh. Fass sie nicht an. Ich kann nicht. Tu meiner Familie nichts.
Ich verstehe nicht, Mama. Was ist los? Hier! Nimm ihn! Nimm ihn! Geh! Das ist der Autoschlüssel, oder? Autoschlüssel. Stimmt. Keine Sorge, Mama. Ich geh Hilfe holen. Warum passiert das? Wie schön, da bist du. Geh ran, da rein, da im Keller unten durch. Hinter dir. Wo war, da, ja, schön. Oh, du hast dich da immer gern versteckt. Nein, sei still, du bist nicht echt. Nein, sie kämpfen noch. Aber wir werden nicht entkommen. Lukas, du kannst jetzt sehr weit durchrennen. Und nichts. Meine Waffe. Du bist nicht schlau genug, dich vor mir zu verstecken. Mach schnell, sie kommt. Also er kommt. Sie ausgewählt? Kann ich nicht, kann ich nicht. Wenn der kommt, holen wir mal wieder durch die Kamera vor. Okay. Geh durch die Kamera. Geh durch die Kamera. Ich hab dich gefunden. Schluss mit dem Herumrennen. Alter. Wenn die doch mal schneller laufen könnte, Mädchen. Deine Eltern sind verrückt. Lauf doch mal. Nein, ich gehe ganz langsam. Ladylike. Ey. Wenn da du? Unten jetzt noch eine Freundin von dir hängen würde, dann würde die jetzt erstmal stehen bleiben und labern. Hast du Scott gesehen? Der ist so süß. Was fällt dir ein, Scott? Du gehst nirgends hin. Wir müssen dann irgendwie schaffen aus. Ich glaube, du musst direkt durchrennen. Du rennst aber nicht geradeaus durch, sondern links. Den Weg durch das Esszimmer. Vor allem, du denkst, die Garage brauchst du lange zum Aufgehen. Zoe! Du bereitest deiner Mutter Sorgen. Ich hab dich gefunden. Schluss mit dem Herumrennen. Alter, das ist so nervig. Bevor du jetzt weggehst, warte einfach mal, bis er wieder so weggeht. Wo geht? Kannst du gucken? Okay. Weil es bringt nichts, die ganze Zeit hin und her zu rennen. Was? Spiel zu verstecken? Geh einfach hoch und guck einfach direkt an der Türe, ohne jetzt in der Wand anzuschleichen. Okay, der ist wieder ins Esszimmer gegangen. Schatz, ich weiß, wo du bist. Wahrscheinlich vielleicht besser so, dass du sehen kannst, wo der hingeht. Ich werde nicht wütend. Aber wenn er da reinkommt, bist du am Arsch. Verhalten von Lukas erwartet, aber nicht von dir.
das ist so nervig. Wisch, da bist du ja. In der zerbrochenen Flasche kann ich dir nicht. In irgendwie. Ich hab das zerbrochen. Ja! Ja! Nochmal! So macht man das, wenn man jemanden wehtun will. Ja. Ja. Nochmal, komm. Zeig mir, ich hab dich verstanden. Lauf, 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 lauf! Ich laufe doch so schnell ich kann. Jalla, jalla. Komm schon. Jalla. Oh, du jalla. Komm schon. Kein Sprit, kein Sprit. Fahrt. Tutsi. Was du diese verfickten Fäste? Willst du nicht deine kleine Schwester treffen? Jetzt bist du einfach mit dem Auto. Und ich hasse nichts mehr als Unhöflichkeit. Ich glaube, der wahre Pfad wäre gewesen, wenn sie durch die Haustür entkommen wäre bei den Hundeköpfen. Wie kommen wir da in Hundeköpfe? Vielleicht ist das auch jetzt erst möglich. Schmetterlingseffekt. Okay. Ich würde sagen, wir probieren das nochmal. Ja, aber erstmal andermal. Ja, natürlich in der nächsten Folge. Das war's mit Töchter und dem falschen Weg. Ah, nee, für mich war das der wahre Weg. Das ist Auslegungssache. Alter, war das kompliziert, ey. Ja. Oh Gott. Ja, ich hätte irgendwie noch gern Evelyn überfahren. Ja, aber Alter, ich hab mich gerade so erschrocken, mein Vater nochmal, ne? Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt nochmal da am Auto erscheint. Aus welchem Gedächtnis wie ein Sieb. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut.